den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Anfang, so jetzt und alle Zeit.
Wie ein roter Faden zieht sich durch die Heilige Schrift, dass wir Menschen von der Barmherzigkeit und Liebe Gottes leben. Da könnte man auf den Gedanken kommen, es sei egal, wie wir uns dann im Alltag verhalten. Doch der Apostel Paulus ist ganz entschieden anderer Meinung. Er möchte so leben, dass das, was er sagt, mit seinem Leben übereinstimmt. Hört aus dem ersten Brief an die Korinther im 9. Kapitel. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Thank you.
Diese Erfahrung machen die Arbeiter im Weinberg. Davon erzählt das Gleichnis im Matthäus-Evangelium im 20. Kapitel. Jesus sprach: Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde angeworben waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und sie empfingen auch an jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Lasst uns miteinander unser christlichen Glauben bekennen, auf den wir getauft wurden. Gemeinsam mit der Christenheit auf Erden bekennen wir: Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und Erden, und an Jesus Christus, seines eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von deinem Erkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir beten, Herr Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deine frohmachende Botschaft noch immer verkündigen lässt und bitten dich, lass auch uns gute Zeugen sein. Amen. Liebe Gemeinde, wer Geschäfte machen will, sollte seine Kunden pfleglich behandeln. Schließlich ist der Kunde König. Der Gründer der Billigfluglinie Ryanair, Tony Ryan, hat diesen Glaubensgrundsatz auf den Kopf gestellt. Seine Devise lautete: Mich interessieren die Kunden überhaupt nicht, aber ich behandle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut. Seine Arbeitshypothese ist offenbar aufgegangen, denn er wurde der erfolgreichste irische Unternehmer. In unserem Predigttext aus dem 1. Korintherbrief geht es um die Frage, woher der Apostel Paulus seine Motivation für die Arbeit im Reich Gottes nimmt. Und da gibt es einige erstaunliche Entdeckungen zu machen. Hören wir, was er seiner Gemeinde im 9. Kapitel des 1. Briefes nach Korinth schreibt. Und ihr könnt gerne auf der Rückseite des Gottesdienstblattes mitlesen. Dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich's aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich's aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wird der Apostel von seinem Arbeitgeber gut behandelt, entlohnt? Schließlich gebraucht er das Wort Gewinn gleich 5-mal. Wie passt denn der Satz dazu, dass er das Evangelium predigen muss? Und wehe mir, wenn ich es nicht predigte? Steht er unter einem Zwang? Und wenn ja, wer zwingt ihn dazu? Und überhaupt, steht der Zwang nicht in einem krassen Widerspruch zur inneren Motivation, die man ihm gleichzeitig abspürt? Bei dem von Paulus verwendeten Wort, liebe Gemeinde, für muss, kann es keinen Zweifel geben. Es handelt sich dabei um eine unausweichliche Notwendigkeit, eine Aufgabe, die er nicht von sich weisen kann. Wir wissen natürlich, wer ihn in seinen Verkündigungsdienst rief. Gott selbst hatte ihn angeworben und in den Dienst genommen. Paulus kann also gar nicht anders, als das Evangelium zu predigen. Und weil er diese Aufgabe übernommen hat, so sagt er weiter, hat er auch das Recht, sich von der Gemeinde erlehren zu lassen,
sich seinen Dienst am Wort sozusagen vergüten zu lassen. Aber er macht davon keinen Gebrauch, weil er frei sein will von menschlichen Zwängen. Es ist die große Freiheit des Apostels, die uns zunächst einmal beschäftigen soll. Wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Dieses Sprichwort stellt eine ziemlich nüchterne Tatsache fest. Ein Mitarbeiter einer Firma wird nicht willentlich und in böser Absicht seine Firma schädigen, denn er weiß, dass der Erfolg der Firma natürlich auch über seinen eigenen Arbeitsplatz entscheidet. Paulus hatte andere Sorgen. Er fürchtete im Gegenteil, er könnte von der Gemeinde abhängig werden, wenn er sich von ihr versorgen ließe. Und deshalb übte er seinen Beruf als Zeltmacher aus, damit niemand sagen konnte, naja, der Paulus wird dafür bezahlt. Er muss ja so reden. Wir müssen hier mit dem Apostel Paulus selbst fragen, müssen wir alle so sein wie er? Würde man dem Beispiel, ich nenne es bewusst nur Beispiel, nicht Vorbild des Apostels folgen, dann dürfte es heute keine besoldeten Amtsträger der Kirche geben, auch bei uns nicht. In typisch paulinischer Weise müssen wir aber auch sagen, das ist eine Frage, die Gemeinden und Kirchen selber entscheiden dürfen und sollen. Unsere Kirche hat sich in vollkommener Freiheit für das Modell eines hauptberuflichen Pfarrers entschieden, wie die meisten Kirchen in Europa es auch getan haben. Es gibt freilich auch andere Modelle, vor allem in entwickelnden Ländern, die nur nebenberufliche Pfarrerinnen und Pfarrer kennen. Da wir uns entschieden haben, hauptberufliche, bezahlte Pfarrer in unserer Kirche zu haben, stehen wir alle auch in der Pflicht, die Arbeit in den Gemeinden mit unseren Gebeten, Gaben und Beiträgen zu unterstützen. Das trifft auch auf unsere Gemeinde und alle ihre Glieder zu. Es lohnt sich deshalb, dem 50. Bestehensjahr unserer Kirche einmal in die Grundordnung zu schauen. Da steht in Artikel 9 über die Beitragspflicht, ich zitiere, die Kirche erhält sich selbst aus Beiträgen, Kollekten und Spenden ihre Glieder. Jedes Gemeindeglied mit eigenem Einkommen ist nach Gottes Wort verpflichtet, angemessen dazu beizutragen. Zitat Ende. Natürlich weiß ich, liebe Gemeinde, dass ihr das wisst und auch tut. Und die anderen, die es eigentlich hören müssten, die sind nicht da. Trotzdem, die Frage muss erlaubt sein, ob die finanzielle Abhängigkeit eines Pfarrers von seiner Gemeinde in unseren Strukturen andere Abhängigkeiten erzeugt, die alles andere als der Verkündigung des Evangeliums dienen? Darf ein Prediger nur das sagen, was seine Gemeinde hören will, weil er um seine Versorgung bangen muss? Ob das geschieht oder zumindest geschehen kann? Hier müssen wir alle miteinander wachsam sein und bleiben, damit ein besoldeter Pfarrer seiner Gemeinde nicht nach dem Mund redet, sondern in rechter Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium, ohne Ansehen der Person, das Evangelium predigen kann. Umgekehrt gilt genauso, dass kein Gemeindeglied seine oder ihre Gaben zurückhalten darf, wenn er oder sie mit dem Pfarrer nicht auf der gleichen Wellenlänge schwimmt. Und das kommt immer wieder vor. Also, ich meine, dass jemand andere Ansichten hat als der Pfarrer. Das kommt sogar sehr oft vor. Ob jemand deshalb auch seine Gaben zurückhält, weiß ich allerdings nicht.
Ein anderes muss uns noch beschäftigen. Der Apostel möchte Menschen durch die Predigt des Evangeliums gewinnen. Er redet nicht von einem äußeren Zwang, das Evangelium zu verkündigen. Es ist die Macht der Gnade Gottes, die Paulus in Dienst genommen hat. Da Gott rettend in sein Leben eingegriffen hat, will der Apostel die frohe Botschaft von dieser Gnade Gottes in Christus weitersagen. Sein Dienst am Evangelium ist Ausdruck dieser erfahrenen Gnade. Und deshalb soll das Evangelium laufen, weil er den Siegespreis, das ewige Leben, bereits empfangen hat. Paulus hat keinen Job gesucht. Gott hat ihn berufen. Und deshalb ist seine Berufung auch sein Beruf. Der Geist Gottes bewegt ihn dazu, seinen Hörern einfallsreich zu begegnen. Das Evangelium wird jeden Menschen in seiner ihm eigenen Lebenssituation ansprechen. Juden, Gesetzeslose, Gesetzestreue, Schwache. Und dennoch weiß er, dass allein im Evangelium die rettende Kraft Gottes liegt, nicht in seiner eigenen Anpassungsfähigkeit. Aber Menschen so gewinnend ansprechen, mit ihnen umgehen, dass eine gute Hörbereitschaft entsteht, das will er. Und dennoch bleibt er nicht bei dem Gewinnen stehen. Alle 5 Stellen in unserem Text, die vom Gewinnen sprechen, münden ja letztlich in das eine ein, nämlich die Rettung von Menschen, weshalb ich auch dieses Wort im Text unterstrichen habe. Für Tony Ryan waren nicht seine Kunden König, sondern seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sein Gewinn war ihr Gewinn. Können wir Gleiches von uns Christinnen und Christen sagen, als Mitarbeitende im Reich Gottes? Ich denke ja. Unser Herr hat uns schon längst erlöst, erworben und gewonnen. In der heiligen Taufe. Er hat uns als feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sein Reich aufgenommen. Und er freut sich, wenn auch wir gewinnend, nicht tadelnd, einfühlsam, nicht besserwisserisch, Menschen ansprechen und in seine Gemeinschaft einladen, für ihn und seine Ewigkeit gewinnen. Der Hausherr, der Mitarbeiter in seinen Weinberg einlädt, macht das, wenn er seine Knechte ein ums andere Mal losschickt, um Mitarbeitende zu gewinnen, auch noch in der allerletzten Stunde. Gott macht es so. Zu unserem Heil. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der regiere eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Herr Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Gaben, die du uns geschenkt hast, für alles, was wir leisten und zustande bringen. Hab Dank für allen Segen, den du auf unsere Arbeit legst, zu Hause, bei der Arbeit in unserer Gemeinde und in der Kirche. Lass uns fröhlich sein über das, was uns gelingt und was du uns schenkst. Doch wir leben in einer Welt, in der vieles von der Leistung abhängt. So fällt es uns oft schwer zu glauben, dass du uns liebst, ohne dass wir erst etwas leisten müssen. Wir beäugen uns untereinander, manchmal gönnen wir dem anderen nicht das, was er schafft und hat. Dafür bitten wir dich um Vergebung. Zugleich kommen wir mit unseren Anliegen vor dich. Hilf, dass unsere Gemeinden Schutzräume sind und werden, in denen auch die Scheitelnden sein dürfen. Lass die Botschaft von deiner Gnade, die von keiner Leistung abhängt, klar und deutlich verkündigt werden. Hilf, dass diejenigen, die unter Misserfolgen leiden, dadurch getröstet werden. Wir bitten dich für die Menschen in unserer Gesellschaft, die mehr leisten müssen, als sie auf Dauer leisten können. Hilf ihnen, die Lasten tragen. Gib Weisheit, dass andere sie nicht überfordern und sie nicht selbst mehr von sich verlangen, als gut ist. Schenke du neue Kraft und lass sie und uns auf den Wechsel von Anspannung und Entspannung achten, den du uns in deinen guten Worten geschenkt hast. Wir bitten dich für diejenigen, die darunter leiden, dass sie vermeintlich nichts oder nichts Wichtiges leisten können, die schwach sind, die unter dem Leistungsdruck zu zerbrechen drohen, die unter den Folgen ihres Versagens leiden. Richte sie auf, lass den Glanz deines freundlichen und zugewandten Angesichts in die Dunkelheit ihres Lebens strahlen. Lass sie erkennen, wie wertvoll sie als deine Kinder in deinen Augen sind, unabhängig davon, ob ihnen gelingt oder misslingt, was sie sich vornehmen. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, der am Kreuz hat getan, was zum Heil der Welt zu tun war, damit wir befreit aufatmen können und dich, unseren Vater, nennen dürfen. Amen. Thank you.
Nehmet den Lohn des Herrn.
schmecket und sehet, wie freundlich unser Herr ist.
Angesicht auf dich und gebe dir